Leute, heute gibt es ein kurzes, knackiges Video, denn wir haben ein kurzes, knackiges Game. Also eigentlich ist es kein Game, es ist eher eine Demo. Nee, eigentlich ist es auch keine Demo, es ist eigentlich ein Team. Wir reden über PT. Einen wunderschönen, meine Lieben, und willkommen zu Hello Week Tag 4, heute mit PT, Playable Teaser. Die Demo wurde 2014 auf der Gamescom vorgestellt und konnte ab da exklusiv auf PlayStation im PSN Store kostenlos heruntergeladen werden. Keiner wusste, was es genau ist. Die Demo nannte sich PT, also P.T. Und das steht für A Playable Teaser. Ein Teaser kommt aus dem Englischen to tease, was so viel bedeutet wie necken, reizen. Also es soll nicht wirklich eine Demo über das kommende Spiel sein, sondern es soll dich eher heiß machen auf das kommende Spiel. Dabei war die Besonderheit, dass diese Demo von dem Godfather of Storytelling war, Hideo Kojima. Und nicht nur Hideo Kojima, sondern in enger Zusammenarbeit mit Guillermo del Toro. Guillermo del Toro ist ein mexikanischer Regisseur und man kennt ihn zum Beispiel als Regisseur von Filmen wie Shape of Water und Pan's Labyrinth. Beides richtig gute Filme. Über Hideo Kojima muss man nicht so viel sagen. Der Typ gilt als einer der besten Spieleentwickler, wenn nicht sogar der beste Spieleentwickler der Welt. Als kleiner Junge hat er noch viel an Drehbüchern gearbeitet und selber 8mm Filme gedreht. Er wollte nämlich unbedingt Regisseur werden und das hat man in seiner späteren Arbeit extrem gemerkt. Es ging in seinen Spielen immer hauptsächlich um eine extrem gute Story. 1986 fing der kleine Hideo bei Konami an und ein Jahr später entwickelte er dann Metal Gear Solid. Metal Gear Solid sollte jedem ein Begriff sein. Eine der gigantischsten Spielereien, die es gibt, die unfassbar gute Spiele hervorgebracht hat. Ja, und jetzt ballert Hideo und Guillermo, ohne groß irgendwas zu sagen, einfach mal eine Demo in den PSN Store und wir müssen dann rausfinden, was es damit auf sich hat. Kommen wir erst einmal kurz zur Story. Es gibt keine Story. Es ist eine Demo, Leute. Was für eine Story. Deswegen können wir gleich weitergehen zum Gameplay. Das Spiel startet damit, dass ihr in einem leeren Raum aufwacht, ähnlich einer Garage. In der Garage steht ein leerer Tisch, wir haben ein Garagentor und wir haben eine Tür, durch die wir durchgehen können. Durch diese Tür können wir durchgehen und das machen wir auch und finden uns dann in einem L-förmigen Gang wieder. Auf der rechten und linken Seite hängen ein paar Bilder, am Ende des Flurs ist eine kleine Kommode, auf der steht ein Telefon und ein Radio und wir können vorne rechts abbiegen. Sobald wir das tun, finden wir uns in einem weiteren Gang. Auf der linken Seite eine Haustür, in der Mitte des Gangs ist, ja, wie so im ersten Stock quasi wie so ein Balkon, also man könnte vom ersten Stock dann runter in den Flur schauen. Rechts haben wir eine Badezimmertür und wenn wir geradeaus weitergehen, eine weitere Tür. Wenn wir durch diese durchgehen, landen wir wieder in der Garage. Also ihr versteht, ist nicht möglich, ne? Ihr kommt von hier, geht so, geht da rein und seid wieder hier. Was anderes können wir in diesem Spiel nicht machen. Wir laufen diesen Flur entlang, immer und immer wieder. Wir sind natürlich nicht dumm und wir verstehen, dass es ein Horrorspiel ist. Das heißt, dass es uns schon sehr unangenehm ist, diesen Gang entlang zu laufen. Und jedes Mal, wenn wir da vorne um diese Ecke rumgehen, rechnen wir mit dem Schlimmsten. Und jedes Mal, wenn wir an dieser Toilettentür vorbeigehen, rechnen wir mit dem Schlimmsten. Wir schauen voller Hoffnung die Haustür an, die immer zu ist, gehen dann den Gang entlang und fangen wieder von vorne an. Und das machen wir die ganze Zeit. Und dieses Gefühl des Unbehagens wird immer schlimmer, immer schlimmer. Ihr denkt euch, jetzt muss doch was passieren, jetzt muss doch was passieren. Aber jetzt wird doch was passieren. Aber es passiert nichts, weil es ja schon schlimm genug ist, dass du die ganze Zeit Angst hattest, dass etwas passiert. Und das macht das Spiel so lange, bis dieser Punkt kommt, wo du sagst, ja, okay. Okay, anscheinend passiert doch nichts. Und dann kriegst du einen aufs Maul. Aber nicht nur eine. Und das macht das Spiel dann ein paar Mal. Und dann sagt das Spiel, okay, jetzt lass mal kurz in Ruhe. Und dann denkst du dir, okay, das war's, ich hab's Schlimmste überstanden. Und dann kriegst du einen aufs Maul. Dieses Spiel ist designed, es spielt mit deiner Psyche und mit deiner Angst auf einem Level, das ist phänomenal. Das ist keine Spieleentwicklung, Leute, das ist Kunst. Natürlich merken wir nach einiger Zeit, hoppala, wir haben doch etwas zu tun. Die ganze Sache fängt damit an, dass der Radio auf einmal angeht und aus dem Radio kommen Stimmen, die eine Geschichte erzählen über einen Familienvater, der seine Familie ermordet hat. Es passieren gewisse Ereignisse im Laufe der Zeit, mit jedem Loop ändern sich gewisse Dinge in dem Korridor. Wir können
Ja, wir können nichts tun, also wir können nichts anfassen, hochheben, rumwerfen oder sonst irgendwas, aber wir können mit gewissen Dingen interagieren und damit verändern wir Sachen. Das muss in einer gewissen Reihenfolge ablaufen und dann ändert sich im nächsten Loop quasi wieder etwas in diesem Korridor. Auf einmal hängt in der Mitte vom Korridor ein Kühlschrank oben an der Decke, aus dem Blut tropft. Auf einmal wird diese Badezimmertür, steht da mal so ein Spalt offen. Wir gehen 10-mal an dieser Tür vorbei und jedes Mal denken wir, dieser Spalt, da greift jetzt gleich einer raus. Es passiert nicht. Wir haben aber 10-mal wirklich Schiss, an dieser Tür vorbeizugehen. Also muss auch gar nichts passieren. Und dann, wenn dieser Punkt kommt, dass ihr sagt, okay, ist nur eine Tür, dann knallt diese Tür auf einmal zu, wenn ihr dran vorbeigeht. Es ist einfach nur getimed, Leute, es ist ein Traum. Weiter geht's, dass wir auf einmal Babyschreie hören. Wir finden auch, wir können später auch noch ins Badezimmer gehen. Der Kühlschrank fängt an zu wackeln und so weiter. Also es passieren gewisse Ereignisse, die von uns ausgelöst werden. Und so versuchen wir uns dann Stück für Stück durch dieses Spiel durchzuarbeiten. Wir sind aber nicht allein. Wir werden hier und da random von einem Geist verfolgt, einer Frau mit dem Namen Lisa. Los geht es damit, dass die auf einmal einfach am Ende von diesem Gang steht. Ihr könnt dann weggehen, ja, ihr geht dann einfach quasi den Flur weiter, startet den Loop wieder, im nächsten Durchgang ist sie nicht da, im übernächsten ist sie nicht da. Auf einmal steht sie wieder da, ihr könnt wieder weitergehen, ihr startet den Loop wieder neu, sie ist wieder nicht da, sie steht da. So geht das immer weiter, bis sie irgendwann nicht mehr einfach nur dasteht, sondern auf euch losgeht. Das Ganze gipfelt in einem wirklich brutalen Jumpscare, der, ich wach heute noch oft nachts schreiend auf. Wir versuchen also, Lisa aus dem Weg zu gehen und wir versuchen herauszufinden, mit was wir mit jedem neuen Loop in dem Korridor interagieren müssen, um den nächsten Loop auszulösen. Der Gang selber verändert sich immer mehr, also es kommen eben Objekte hinzu, wie dieser Kühlschrank, aus dem Blut tropft, irgendwann haben wir richtig viel Blut am Boden, irgendwann verändern sich die Bilder, die Tür ist dann eben offen, wir können ins Bad gehen, die Lampen werden auf einmal alle rot, es geht immer weiter und irgendwann crasht das Spiel. Das wird nicht durch irgendeine Animation angedeutet oder sonst irgendwas, sondern es crasht, das Spiel ist tot, aus, vorbei. Ihr könnt es daraufhin neu starten und sobald ihr es neu startet, seid ihr überhaupt erst in der Lage, das Spiel zu beenden. Also es hat sich im Korridor dann einiges geändert und dann könnt ihr das Spiel durchspielen, sage ich mal. Ab diesem Punkt müsst ihr eine Reihe von Sachen ausführen und die müsst ihr in der festgelegten Reihenfolge ausführen. Es ist nahezu unmöglich, da alleine drauf zu kommen. Bin ich ganz ehrlich, ich habe im Internet nachgeschaut. Ihr müsst dieses Bild anschauen, dann müsst ihr das Bild anschauen, dann müsst ihr ans Telefon gehen, dann müsst ihr vor dieser Tür stehen. Wie gesagt, fast unmöglich, da alleine drauf zu kommen. Ich weiß nicht, wer es geschafft hat, aber kann man im Internet dann eben nachlesen. So habe ich es auch gemacht. Wenn ihr diese Aktionen alle ausgeführt habt, klingelt das Telefon, ihr nehmt den Hörer ab und eine Stimme sagt, you've been chosen, also du wurdest auserwählt. Wenn wir nur noch einige Zeit warten, dann hören wir auf einmal eine Stimme sprechen, einen Mann sehr schlechter Qualität, der irgendwas erzählt von, er musste es tun und es war ihm langweilig. Und wir stellen natürlich sofort eine Verbindung mit der Geschichte von eben her, dass ein Mann seine Familie ermordet hat. Er erzählt, dass er bald zurückkommen wird und dass er seine Spielsachen mitbringen wird. Der schwarze Bildschirm geht langsam in das Bild einer Stadt über. Wir sehen eine verregnete Straße, eine neblige Atmosphäre und die Schuhe eines Mannes, der diese Straße entlang geht. Er guckt sich so ein bisschen um, schaut sich die einzelnen Häuser an, hat, glaube ich, eine Taschenlampe dabei. Wir haben auf einmal den Schriftzug Guillermo del Toro. Und die Kamera fährt langsam nach oben, filmt den Mann von hinten, der sich nun umdreht und es stellt sich heraus, dass es Norman Reedus ist. Norman Reedus werdet ihr wahrscheinlich alle kennen von The Walking Dead oder mittlerweile eben auch von Death Stranding. Er geht die Straße entlang, die Kamera bleibt stehen, also er geht quasi von der Kamera weg. Bleibt dann mitten auf der Straße stehen, dreht sich langsam um und das Bild schwankt über in einen Schriftzug Silent Hill. Der Silent Hill Schriftzug fliegt langsam auf uns zu und bekommt hinten noch ein kleines S
also Silent Hills. Ab da ist klar, was der ganze Bims soll. Es ist ein Teaser für das neue Silent Hill von Hideo Kojima mit Guillermo del Toro und in der Hauptrolle Norman Reedus. Gänsehaut, Leute, am ganzen Körper. Es hätte so schön sein können. Es hätte so schön sein können. Hideo Kojima hat im Laufe der Zeit einiges über dieses Spiel verraten. Und zwar hat er gesagt, Silent Hill, erst einmal vorweg, ist für mich wahrscheinlich das Beste, was es in der Horrorwelt zu bieten gibt. Ich war so maximal gehypt auf Silent Hills, ich kann es nicht in Worte fassen. Und die ganzen Versprechungen, die von Hideo Kojima kamen, hat das Ganze noch um ein so Vielfaches verstärkt. Er hat gesagt, er möchte Silent Hill einfach in eine neue Ebene führen. Und das soll sich dadurch zeigen, dass alle Silent Hill Welten, aller Spieler miteinander verknüpft sind. Und drum heißt das Spiel eben auch Silent Hills. Das heißt, dass ich gewisse Sachen in dieser Welt mache, die Auswirkungen auf die Welten aller anderen Leute haben. Wie random wäre damit dieses Spiel? Und wie krass ist ein random Horror Game? Stellt euch vor, ich gehe so entlang und auf einmal knallt neben mir eine Tür zu, weil da gerade irgendein Spieler reingegangen ist, den ich aber gar nicht sehen kann. Also so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Und es wäre ein überragendes Spiel gewesen. Allerdings gab es zwischen Hideo Kojima und Konami, also mittlerweile ist Hideo Kojima der Vizepräsident von Konami, wir reden aber jetzt hier von 2014, gab es Streitigkeiten und somit hat Hideo Kojima Konami verlassen. Konami hat daraufhin ihren Zweig Hideo Productions aufgelöst und Silent Hill wurde eingestampft. Daran hat sich bis heute leider nichts geändert. Also es keimen immer wieder Gerüchte auf, Hideo arbeitet noch an Silent Hill, Konami arbeitet noch an Silent Hill. Bestätigt ist da gar nichts. Ich persönlich denke, irgendwann, Silent Hill ist ein Franchise, das kannst du nicht einstampfen. Also ich denke, irgendwann, eines Tages wird da bestimmt was kommen. Ob das jetzt Silent Hills wird, ob es von Hideo kommt, ob es von Konami kommt, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, wo die Rechte liegen. Kann ich leider nicht sagen. Ich hoffe einfach, dass da irgendwann noch was kommt. Das hatte aber noch ein anderes Problem, denn als Hideo Konami verlassen hat, entschied man sich auch dazu, PT aus dem PlayStation Store zu nehmen. Und mit rausnehmen meine ich wirklich rausnehmen. Es ist unmöglich, dieses Spiel noch irgendwo herunterzuladen. Am 29. April 2015 wurde das Spiel aus dem Store genommen und die Preise für PlayStations, die das Spiel noch auf ihrer Festplatte hatten, ist in die Höhe geballert. Leute, die Dinger wurden für stellenweise bis zu 1000 Euro auf Kleinanzeigen verkauft, nur weil PT auf dieser Konsole drauf ist. Da könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie diese Demo eingeschlagen hat. Also zum Fazit, für mich ist PT weniger eine Demo oder ein Teaser, für mich ist PT Kunst. Also es ist das ist wie mit Horrorfilmen, wenn ihr die anschaut und sagt, oh, dieser Jumpscare hat mich jetzt richtig erwischt, weil er so gut getimed war. Und bei PT ist einfach alles perfekt getimed. Das kann man nicht in Worte fassen. PT muss man gespielt haben. Ich kann euch auf jeden Fall versichern, dass ich noch nie so viel Angst hatte wie bei dieser Demo. Wir waren zu dritt, als wir es gespielt haben. Drei erwachsene Männer saßen so auf der Couch. Wir hatten wirklich Schiss. Kann ich nicht anders sagen. Es gibt mittlerweile diverse Möglichkeiten, PT noch zu spielen. Es gibt Spiele, wo man eigene Level erstellen kann. Da haben Leute PT nachgebaut. Und soweit ich erfahren habe, kommt demnächst ein Update für Death Stranding. Das möchte ich auch noch schnell erwähnen. Als Hideo Kojima Konami verlassen hat, hat er natürlich als Spielentwickler weitergearbeitet. Und das erste Spiel, was erschien, war Death Stranding. In der Hauptrolle Norman Reedus. Also für den hat er immer noch Verwendung gefunden und wollte anscheinend auch unbedingt mit ihm zusammenarbeiten. Death Stranding, ein sehr langweiliges Spiel, aber auch wieder eine überragende Story. Das kann Hideo halt einfach. Und für Death Stranding kommt anscheinend ein Update. In diesem Update kann man Minispiele spielen und eins dieser Minispiele soll PT sein. Also da hätten wir wieder eine offizielle, legale Möglichkeit, das originale Spiel zu spielen. Ansonsten gibt es Mittel und Wege, keine Ahnung, Emulatoren, weiß ich nicht. Gibt halt eben bei diversen, es gibt auch ein PlayStation-Spiel, wo man eigene Spiele bauen kann, ähnlich wie Garry's Mod am PC. Ich glaube, auch bei Garry's Mod haben einige die Map nachgebaut und da kann man es quasi nachholen. Aber es ist halt nicht das Gleiche. PT, nur das originale PT ist PT. Sei es drum, Leute. Eins, wie gesagt, für mich persönlich eins der... Ich habe es jetzt in meine Liste aufgenommen, weil es für mich das Schlimmste war, was ich bisher gespielt habe. Und ich denke, Silent Hills hätte alles
alles zerstört. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass es anscheinend nie erscheinen wird. Wir hoffen das Beste. Was auf jeden Fall erscheinen wird, ist mein morgiges Video, der Tag 5 der Halloween und damit auch das große Ende, wo ich euch das meines Erachtens nach beste Horrorspiel vorstellen werde. Ich habe, wie gesagt, bei dem hatte ich jetzt am meisten Angst, aber es ist halt nur eine Demo, es ist nicht das beste Horrorspiel, das es gibt. Ich hoffe, ihr schaltet da auch ein. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen in nördlicher Richtung. Falls ihr das Video morgen und kein anderes Video mehr verpassen wollt, dann könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Ich danke euch allen für den Mega-Support und bis zum nächsten Mal. My teenage dreams. No, it's not.